Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, beziehungsweise buenas dias, buenas tardes, buenas noches zu einer neuen Folge von Tropico 5. Falls 5 auf 5 ist, ich habe das bis heute noch nicht nachgeschaut, aber hey, ne? Man muss nur überzeugend genug überbringen und oft genug wiederholen, dann glauben das die Leute. Der Wachturm ist nicht besetzt. Was ist los? Haben wir keine Zeugen? Ah, jetzt. Ach, meine... Was ist gerade... Irgendwas hat mir gerade 50.000 überwiesen. Okay, gut. La, 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 la. Ach, noch ein, komm. 188.000, das ist schon mal einiges. Vor allem, es gibt ja auch ordentlich, ordentlich, naja, 2% sind heutzutage schon ordentlich an Zinsen. Was haben wir hier? Uran und Öl. Oh, Öl. Öl ist natürlich gar nicht so schlecht. Okay. Das könnte man sich überlegen. Was ist hier los? Schon über 33.000. Einzahlen. So. Können wir was verbessern? Nee, können wir nicht. Das ist warm. Einen warmen Ruf, okay. Neutral. Okay, ich kann aber erst in einem Moment wieder ein neues diplomatisches Ereignis machen. Das Eisen geht gerade irgendwie gar nicht mehr, ne? Die letzten 4.000 Eisen kriegen wir nicht hin. Weil der hier ständig... Schmelzhütte. Weil der hier alles wegschmelzt. Na gut, ich meine, wenn es so kohlemäßig so gut ist, dann bauen wir doch mal ein bisschen, schließen wir doch mal ein bisschen hier was. So. Ich jetzt ein bisschen gerader machen. Ziehen die Straße hier durch den Dschungel. Nee. So. Vor allem gleich hier die super geteerte, nicht so wie hier. Gleich die fette Autobahn hier. Dann gucken wir doch mal, ob wir Rohstoffe. Ach, verdammt, hab ich noch gar nicht. Ach, dauert doch alles, halt weg. Wo ist denn hier noch der? Der war noch 10 Monate. Einzahlen. So. Wir rennen auch irgendwie. Warum rennen wir eigentlich 34%? Wir rennen nicht ständig die Leute weg. Religion. Ja, mache ich jetzt halt noch was Religionsmäßiges. Das kann doch eine Kirsche. Die passt auch nicht mehr rein, ne? Da würde es nur reinpassen. Das natürlich hat auch ein bisschen Beigeschmack, hier so die Favelas abzureißen und eine Kirche hinzubauen. Klatschen wir mal. Was geht denn hier mit der Kohle, Leute? Oh, wer sind wir denn? 258.000. Wir haben schon Krieg, schon 3% Fünfen. 3% Fünfen kriegen wir jetzt schon. Oh, ins Eisen können wir auch doch noch ein bisschen was weg. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich aber relativ gute Einheiten hier, ne? Gute. Moderne Waffen, ja. Kann man da irgendwas tun? So eine Ausbildung. Ah, okay, vorne ein bisschen. Ja, genau, weil ich habe eigentlich genug Militär. Ja, es ist 4 gegen 1. Wenn sie noch rechtzeitig hinkommen. Wie gingen die Rinder? Verstehe ich auch nicht. Naja.
Naja gut, die regeln das. Das ist keine Frage. Vielleicht haben wir die letzten 20 Eisen noch, ne? Vielleicht kratzen wir die noch zusammen. Ja, die haben tatsächlich Blatt gekriegt. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsident. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Rechnen Sie mit, toll, rechnen Sie mit größeren Rebellenaktionen. Präsident, es ist wieder Zeit für die Schweizer Lotterie. Kennen Sie noch Ihre Zahlen? Ich hatte sie doch irgendwo aufgeschrieben. Oh Mann. Hören Sie gut zu, Präsident. Ich habe eine neue Denkspielaufgabe. Schließen Sie Ihre Augen. Sind Sie zu? Zumachen. Entspannen Sie sich und stellen Sie sich ein paar Zahlen vor. Ich glaube, dass die erste eine 1 oder eine 2 oder eine 0 ist. Gut, vielleicht nicht. Aber ich glaube, es ist eine dieser drei Reihenfolgezahlen. Okay. Das wäre ja schön lächerlich. Ach komm, die nehmen wir. Alle wieder aufbauen, okay. Die waren so schnell, da kamen meine Leute gar nicht hin. Doch noch ein bisschen. Da schränkt da die Freiheit ein, ne? Doch mal den einen oder anderen Wachturm bauen. Husten! Ich habe gesagt, zwei, wir sind so in 24. Habe ich nicht? Ah doch, das ist jetzt durch. Genau, ich habe jetzt doch wirklich. Warum habe ich 5, 6 Kliniken? Präsident, Sie haben die Schweizer Lotterie gewonnen. Ja, was für ein Zug. Wir wussten die Nummern, ne? 1, 3, 4, 5, 6. Okay. Die Schweizer einen Scheck in Höhe von 100.000 geschickt, den ich in der Staatskasse deponiert habe. So scheiße, dann haben wir kein Leben. Okay, wunderprächtig. Mit dem Zinssatz, den wir kriegen. Hallo? Weg. Mit dem Zinssatz, den wir kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ah, einen noch, komm. So. Gut, noch einen. Ab 400.000, ob sie denn nochmals, oder wahrscheinlich ab 500.000 geht der Zinssatz nochmal hoch. Was sind denn mittlerweile? Ich treff's immer nicht. 400.000, wir haben schon die Hälfte praktisch nur am Konto. 5 Monate Trockendock. So, ich wollte noch irgendwie meine Dings hier, mein Approval Rate ein bisschen verbessern. Aber dann bräuchte ich noch mal irgendwie noch ein anderes. Ein Krankenhaus oder sowas. Wie viele Kliniken muss ich noch bauen? Weil die ist verhältnismäßig niedrig. Die Kirche wird erst fertig. Wieso hat er manchmal 33 und manchmal 67? Hängt das an der Anzahl der Leute, die arbeiten? Ja. Und ich bin so froh, dass es auf der Insel eine neue Kirche gibt. Jesus hat uns viel beigebracht, zum Beispiel auf dem Wasser zu surfen und die andere Wange hinzuhalten. Ich missachte die letzte Regel oft und gebe dem Kerl eins aufs Maul. Aber danach tut's mir immer leid. Oh Mann. Ja, Achso, ich habe für Öl noch nicht erforscht, ne? Das dauert alles ganz schön lange. Lass mal bei 40%, das ist auch sehr schön. Wieso haben wir denn einen so ewig langen. Ist sie so unattraktiv? Arbeitsqualität. Jetzt lassen wir die Arbeitsqualität immer steigern. Zack. Vielleicht kommen dann mehr. So. So, es ist jetzt insgesamt Religion ist auf 27. Wow. Sind die eigentlich auch wieder voll? Ja, doch. 3, 5, 4, 4, 5, 4. Möchte mal einen Luxus wieder bauen. Könnte es sein, dass
wir auch einfach nicht genug Wohnhaus haben für unsere Forscher und Ingenieure. Guck, das gebaut wird, der braucht keine Straßenanschlüsse, ne? Nee, braucht er nicht. Braucht er nicht. Ich habe eine sehr effektive, obwohl ja, naja gut, so effektiv ist sie auch nicht. Ja, die Stahl ist super. Wie lange geht die noch? 4 Monate. An die Reisezeit. Vertrag 20 Jahre. 10 Jahre? 1 Monat für... Warte mal, wie? In einem Monat ist das Fleischding weg? Okay. Das muss man aber auch wissen. Boah, dieses Eisen. Das fuchst mich. Ja, der lutscht hier alles an Eisen weg. Dieses Stahlwerk. Wenn ich verstehe. Präsident, nach langer Suche haben wir. Okay, ja, Trockenlock. Macht das überhaupt Sinn? Habe ich überhaupt irgendwas, was ich gerne handeln? Warte mal, das war noch. Doch, ich mach Trockenlock. Doch. Auf dem Wasser. Nee. Wo war das? Hafenanlage? Atomkraftwerk? Windfarm? Hütokultur? Holzhändler? Industrie? Blind? Trockendock, hier. Erhöht die Geschwindigkeit aller Handelsschiffe. Aber sowas von. Aber sowas von. Aber sowas von. Da nehme ich auch kurz mal ein Minus in Kauf. Braucht das keine? Wenn es keinen Straßenanschluss braucht, dann ist mir das doch gerade mal Wumpe. Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Ja, das ist nicht immer gut. Baukosten für Industriegebäude. Ich baue es nicht so wahnsinnig für Industrie. Vor allem fehlt mir doch die Forschung bisher. 5 Arbeiter mit Highschool-Abschluss. Bräuchte ich für Forscher und für das Observatorium das Zeug, ne? Schweizer Nummernkonto. Juckt mich jetzt nicht so wahnsinnig, ne? Töten! Er ist Rebell. Okay, jetzt ist gerade komischerweise aus irgendeinem Grund meine Kohlebilanz, genau, meine Geldbilanz ein bisschen negativ. Okay. Kavum! Kam nochmal 25.000. Ne? 3%. Okay. Aber die halbe Mille haben wir schon voll. Und das Geld arbeitet für uns. Ja. Schmuckfabrik. Ich meine, habe ich überhaupt noch genug Gold auf der Insel? 25.000. Ja. Moa. Moa. Da wäre was für Touristen, ja, das wäre ja nicht schlecht. So. Ah, das war dieser. Wie schnell geht das denn hier? Nee. Das dauert ja ewig. Haben wir ja nicht mehr. Oh, wir haben das. Ach, jetzt da kam das Geld her. Wir haben das Eisen exportiert. Juhu. Hallo Julia. So, wo knallen wir eigentlich die Banken hin? Das war die Frage, wenn das jetzt bald mal fertig wird. Ah, hier so ein Bankenviertel zwischen die Farmen und zwischen die Plantagen. Nö, ich wollte das hier oben, oder?
Vor allem, weil hier ist ja auch noch ein Parkplatz. Ja, ja, das machen wir hier oben. Das machen wir hier oben. 37 Volt. Wieso rennen wir denn? Brauche ich eine Universität oder was? Apropos, wie ist das hier so schulbildungmäßig? Bildung für alle? Forschung und Ausbildung. Habe ich überhaupt eine Highschool? Ich habe noch nie mal eine Highschool. Doch, eine Highschool habe ich. Okay. Ja, doch, doch, doch. Eine Highschool habe ich. Okay. Ich schreibe hier schon 100. Universität. So. Dann machen wir jetzt unsere eigenen Fritzen und Typen und... Passt das? Nein. Ah, oh, verdammt. Passt nicht mehr hin. Passt nicht mehr in. Hier muss ich ein bisschen freilassen, damit er noch ein bisschen Holz nachbauen kann. Das wäre jetzt nicht super wichtig, aber... So. Zack. Ich bin so wütend. Ach. In weiteren Nachrichten. Die Rebellen haben die ersten Verteidigungslinien des Palastes von El Presidente durchbrochen und sind dabei, ihn zu... Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Mit Freunden, mit Freunde? Mit Freunde kann ich verkündigen, dass eine Familie... Ach, ist zurückgekommen. Ah, hervorragend, okay. Ja, das Ding ist halt, bis die da immer hingelatscht sind, ist hier der Markt schon verlaufen. Was mach ich mit Hupen? Ja, zack, ist er weg. Wo rennt die jetzt hin? Ach so, einmal im Block. Das sind halt drei Stück, ne? Das ist halt schon... Ich meine, es ist 3 gegen 4, aber... Kann ich das eigentlich mal irgendwie upgraden oder so? Brauche ich Neuzeit, okay. Wieder 23.000. Das machen wir aber nochmal. Ups. Nochmal 10.000 einzahlen. Moderne Waffen haben wir, ne? Kann ich was verordnen? 5 Jahre Leistungsfähige. Kostet 3.000. Zwei von drei Soldaten können den rechten Fuß nicht von dem linken unterscheiden. Und sie können keiner beiden im Dienst in Strand... Okay, können keiner beiden im Dienst in Strandlatschen überbringen. Wie oft muss ich das noch sagen? Es wurde geschossen und geredet. Wer weder tot noch im Knast oder beides ist, kommt zur Jolly Roger und begräbt das Kriegsbeil. Lassen Sie diese Worte so laufen. Eine Mitglieder des Militärs einen harten Drill mit Ananas. Und eine taktische Sitzung mit einer gewissen Miss Anna... Na, ha, ha. Oh, wer macht denn hier die Ananas? Die Ananas machen, da bin ich das. Die am Erinnerungsmögen Beine machen wird. Okay, alle bitte schon ein. Oh, ich meine, das ist mal. Kostet es einmalig, bin ich sicher? Oder kostet es jedes Jahr 3.000? Weiß man nicht. Gut. Und dann hoffe ich mal, dass ich mit dieser Zahlung jetzt hier mal ein bisschen mehr Schutz habe. Also, können bald, wenn das so weitergeht, können wir unsere Mille von unserem Bankkonto auszahlen. Das braucht ein Budget, das Ding, oder? Nö. Kein Budget, nicht so gut. Magnat. Lizenz von Gebäuden in Nähe. Den Steigpreis wieder jetzt sinkt. Ja, super, das ist alles nichts.
als wenn ein U-Boot drin liegen würde. Und die Farben sind so ein bisschen schleichfahrtmäßig. Wollen wir hier mal kurz in unser Städtchen fahren? Yay! Ah, gar nicht schön. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was? Tienda de Comets. Okay. Was jetzt? Präsident, ich bin heute einem seltsamen Typen am Hafen begegnet. Er roch nach Fisch und versprach, die Geheimnisse des Meeres mit uns zu teilen, wenn wir ihm ein Boot kaufen würden. Ich konnte seine Sprache nicht ganz verstehen, aber insgesamt scheint er vertrauenswürdig zu sein. Er versprach auch, dass ein paar seiner Leute auf unsere Insel kommen würde, wenn wir ihm helfen. Hört sich in einem guten Geschäft an, ein Fischtrawler. Ja, das machen wir doch, klappt mal. Geld haben wir dafür. Auf dem Wasser, Fischtrawler. Wo baue ich den hin? Da. Gut. Fahren Sie jetzt einen Weg rum? So halb. Hunderttausend heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und... Ach, Leute. Die haben wir aktiviert. Können wir nicht irgendwie mal... Gib mal ein bisschen Brot. Spiele geht's anders mal. So, jetzt können wir hier auch hoffentlich Banken machen. 7 und dann kommt. Okay. Ja, das mit den Banken, das dauert noch kurz. Können wir das einzahlen? Einzahlen. Wer mir 7000 irgendwas? Wir sind schon fast. Also, auf dem Konto haben wir schon fast alles. So, Schüler und Studenten 7 von 7. Hervorragend. Forschungsprojekte. So, dann haben wir nicht noch extra Forschungspunkte von der Uni. Puh. Habe ich noch handelsmäßig. Ich habe einen Fisch frei. Habe ich da genug Fleisch überhaupt dafür? So. Ich habe mich gewundert, ne? Ja, weil die alte Fleischroute ausgelaufen ist. Deshalb ganz einfach. Ganz simpel. Wenn das Budget ein bisschen steigt. Das ist ja schon wieder Kohle. Einzahlen. Und dann klatschen die beiden Banken. Klatschen wir beide irgendwie hier hin. Ups. Also. Die passen ja hoffentlich hier rein. Wie lange brauchen wir denn noch? Wie lange brauchen wir denn noch? 3 Monate und dann noch immer nochmal. Nochmal 6 Monate. Ja, mir fehlen irgendwie echt gerade noch Leute. Ich glaube, ich muss ein bisschen Wohngebiet machen. Da muss ich wohl noch ein bisschen Wohngebiet machen. Dann mach es halt so schräg. Miets. 1, 2. Ich hoffe, das gilt mit an einer Straße. Weil die werfen sogar Profit ab. Wow. Können wir das ein bisschen schöner machen? Warte mal, wir können ja noch ein bisschen Gemeinwohl. Wo war denn das? Tourismus? Hier, bei Unterhaltung und Umwelt. Sicher.
Genau, wir verschönern hier so ein bisschen noch die Gegend. Kostet ja nicht so viel. Hier, Nita, kommt einfach mal ein bisschen begrünt. Dann ist er gar nicht so hässlich, der Verteidigungsturm. Präsident, ich zittere. Sie zittern. Was hat denn der gegen meine... Das Erdbeben ist vorüber. Mhm. Wir leben noch. Zeit über... Noch. Auch repariert. Der aufgebaut. Noch irgendwas kaputt gegangen? Nein. Okay. Habe ich. Nein, ich habe immer noch kein Aufzugbecken. Himmel. Danke. Dann wird hier was überwiesen, das ist immer schön. Max möchte sehr herzlich, das freut mich. Nein, du musst die andere Brille immer preisen. Die Frage, ob die jetzt gesunken ist, ja, Tatsache. Würde ja auch Sinn machen, ne? Wenn ich die einen preise, gehen die anderen runter. Präsident, 3000 mein Fische. Freund der Fischtyp. Boah. Ja. Dein Freund, der Fischtyp. Ich bin so wütend. Ich glaube, es ist nicht die Folge. Ich kann nicht glauben, was Präsident. Wir haben... So, Das war jetzt die Erforschung? Ich habe doch für Militärgebäude schon längst einen Manager gehabt. Wow, die dezimieren gerade ganz schön mehr Leute. Jetzt los. Sollten die nicht per Verordnung ein bisschen... Wann greifen wir an? Okay. Kann ich irgendwas Kurzfristiges machen? Nein? Meine Kollegen hier. Haben die gerade echt... Ergebt euch und lebt! Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch! Mensch, bis die da unten mal ankommen, das dauert ja ewig. Leute. Oh, wir könnten die Mission gerade beenden. Könnten sie locker beenden. Gucken wir doch mal. Es ist ein bisschen unorthodox, was ich gerade mache. Aber. So. Nein. Doch. So. Das war jetzt ein bisschen teuer. Aber. Ne? Erfolg freigeschaltet, Todesursache. Gerade ein bisschen Minus. Aber was ist ein Problem, was machen können wir uns bei diesen Mods? Kontostand.
können wir auch schon wieder 30 Minuten. Boah, ich glaube, dann schaffen wir diese Mission erst in der nächsten Folge. Nee, das wird so nichts. Dann würde ich sagen, macht's gut. Danke fürs Zuschauen, Zuhören, Zusehen. Wie auch immer, mit welchen Sinnen ihr das aufnimmt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.